Leute nur eins, weg. Am besten so weit weg wie möglich. Und das nicht nur ein, zwei Wochen, sondern gerne mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Immer mehr junge Leute machen daher weit weg von zu Hause Freiwilligendienste, engagieren sich zum Beispiel in der Entwicklungsarbeit. Freda hat das auch gemacht. Die Niederrheinerin hat es auf die Fidschi-Inseln verschlagen. Unser Reporter hat mit der jungen Frau über ihre Erfahrungen sprechen können. Ein komplett anderes Leben, wenn du da als Europäer hinkommst, immer gestresst. Und gerade nach der Abi-Zeit war es halt echt so, dass man einfach mal runterkommen wollte. Und das ist da natürlich sehr gut gelungen. Die Fidschi-Inseln. 3 Monate lang Freda Leibels Heimat. Ja, ich habe in einer Grundschule gearbeitet und da halt verschiedene Fächer unterrichtet. Deutsch, Mathe, Musik. Viel mit den Kindern unternommen, auch in den Pausen. Sie hat einen Freiwilligendienst gemacht und ist dafür ganz weit gereist. Von ihrer Heimat Krefeld bis auf die Fidschi-Inseln, die ungefähr gemeinsam so groß sind wie Schleswig-Holstein. Hier wollte sie helfen, am anderen Ende der Welt. Hauptsächlich war bei mir immer so eigentlich auch der Drang, was verändern zu wollen. Also meine Eltern zum Beispiel, die spenden immer viel an Organisationen. Aber ich habe immer hinterfragt, wo geht das hin, an welche Stelle geht das hin, was machen die da wirklich? Und ich wollte einfach irgendwann selber was machen, damit ich sozusagen das Geld, was ich investiere, dass ich vor Ort selber auch was aus eigener Kraft machen kann und hinterher die Veränderung einfach sehen kann. Ihre Heimat ist Krefeld. Da wollte sie nach dem Abi weg, mal verreisen. Aber auch was Sinnvolles tun, nicht einfach nur Touri sein. So denken mittlerweile viele. Jedes Jahr lassen sich im Durchschnitt um die 7000 Deutsche vermitteln. Aber wohin überhaupt? Und wie finde ich das Projekt, das ich unterstützen will? Viele suchen die Lösung im Internet. Und genau da setzen Pascal Christians und seine Freunde an und gründen Volunteer World. Vor ein paar Jahren war es noch ein Blog. Heute ist es eine Internetplattform, mit der sie nun Geld verdienen wollen. Denn so ein Freiwilligendienst ist ihrer Meinung nach eine gute Sache. Gerade für junge Leute, die ein bisschen herausstechen wollen in ihrem Lebenslauf, ist es auch eine gute Möglichkeit, nochmal über den Tellerrand hinaus zu gucken und interkulturelle Kompetenz aufzubauen. Auch Freda hatte über diese Homepage ihr Projekt gefunden. Denn so schwer ist das nicht, erklärt der Chef. Du kommst auf unsere Seite. Man bewirbt sich dann auf das Projekt, man tritt direkt mit dem Projekt in Kontakt, man lädt seinen Lebenslauf hoch und das Projekt guckt sich das an und sagt, den Volontär, den möchten wir haben, mach dir ein Angebot und dann kannst du direkt über uns buchen. Und ihr verdient dann quasi daran eine Provision? Wenn das Projekt was kostet, verdienen wir eine Provision. Sollte das ein kostenloses Programm sein, ist das unser sozialer Service. 4 Bewerber hätten sie pro Tag. Das seien schon viele. Auch für Programme, die kostenpflichtig sind. Auch Freda hat bezahlt, um helfen zu können. Denn Organisationen haben gerade mal so das Geld, um ihr Projekt vor Ort finanzieren zu können. Doch trotzdem, das habe sie gerne gemacht. Und aus ihrer Sicht hat sie auch viel gelernt. Man wird viel reifer, man lernt viel mehr zu schätzen, was man eigentlich hier hat. Ich zum Beispiel habe meinen Lebensstil irgendwie komplett verändert. Also, weiß ich nicht. Ich lebe einfach anders seitdem, einfacher würde ich sagen. Wir hatten da halt auch keinen Strom und kein fließendes Wasser. Also wenn ich duschen gehe, ist es wirklich so, Wasser an. Wenn ich das Wasser nicht brauche, mache ich das Wasser kurz wieder aus und dann dusche ich weiter. Das wäre sowas. Freda studiert mittlerweile. Ihr Freiwilligendienst ist vorbei. Aber diese Bilder wird sie wohl ihr Leben lang nicht vergessen. Ja, wir auch nicht. Heute ist Freitag und was ist am Freitag besonders wichtig? Natürlich die Wetterausgabe.